Sind wir Vorreiter? Nee, wa? Manche sagen ja, manche sagen... Man hat ja immer diese romantische Vorstellung von Künstlern, die nackig rumrennen, Rotwein trinken und viele Frauen gleichzeitig haben, aber total gebildet und fair sind auf der anderen Seite. Und die Künstler, die wir kennengelernt haben in unserem Leben bis jetzt, die interessant sind und die uns geprägt haben, waren einfach Menschen, die auch so gerochen haben wie Menschen und auch gegessen haben wie Menschen. Und letztendlich ist das alles ein Handwerk, was man beherrschen muss. Reden kann man viel, schreiben kann man viel, aber machen ist noch mal was anderes, glaube ich. Und ich glaube, dass Musik und Kunst, generell Kreativität, aus einer Not heraus entsteht oftmals. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die von Glück geküssten Kinder, die einfach Genies sind, die sich hinstellen und machen. Wie zum Beispiel einer von denen dort, Sirius Mo, der ist absolut begnadet in allem, was er macht. Wenn er dann auf einmal uns irgendeine Sache vorspielt, dann denken wir so, oh nein, wie krass ist das? Er hat halt eine ziemlich schöne Art und Weise, sein Gehirn zu benutzen und seine Kreativität. Und dann gibt's die Künstler, die aus der Qual heraus irgendwie Musik machen oder aus der Not heraus, da es machen zu müssen, weil man sonst nicht überlebt. Und warum wir Musik machen, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Weil wir sonst verrückt werden würden. Weil wir sonst nicht das verarbeiten könnten, was wir erleben. In unserer Zeit, die unser Umfeld Alltag nennt. Wir sind ja oft viel auf Reisen, haben ja auch oft Leute getroffen, die, ich fand, sehr aufgesetzt von ihrer Kunst gesprochen haben, sodass man am Ende dann doch eher enttäuscht war, als sie präsentiert wurde. Und erstmal auch bei der Anzahl der Menschen, die auf der Erde leben, wäre eigentlich auch so erschreckend traurig, wenn alle Gleiche machen. Und dann, wenn dann auf einmal ein Phänomen, also jemand, ein Künstler, macht eine ganz besondere Sache und alle so, wow, der ist ja ganz besonders. Dann ist das irgendwie ein bisschen traurig, warum die anderen nicht auf die Idee kommen, einfach auch mal so ein bisschen ihr Hirn auszuquetschen. Ich glaube, Avantgarde ist ein sehr verzerrter Begriff. Hängt damit zusammen, was in den letzten 60 Jahren oder sagen wir mal im 20. Jahrhundert mit dem Begriff angestellt wurde. Der Begriff, wo er jetzt ist, spiegelt wahrscheinlich was völlig Falsches wider. Letztendlich ist das, was wir machen, ist ja ein einziges ewiges Lernen. Das ist total ätzend. Das hört einfach nicht auf, weil man denkt, man ist irgendwo an einem gewissen Punkt angekommen, aber es ist immer... Lernen, lernen. Ich weiß ja nicht, wer die Vorreiter als Vorreiter bezeichnet. Vorreiter kann auch jemand sein, den nie jemand kennen wird, weil sich der besagte Avantgarde-Vorreiter einfach bei demjenigen, der es wirklich gemacht hat, bedient hat, finde ich.